An den meisten Tagen bin ich abends alleine. Hin und wieder sehe ich ein paar Freunde oder meine Schwester, aber ein normaler Freitagabend ist für mich, ganz allein vom PC zu sitzen, YouTube zu schauen und ein Spiel zu spielen. Oft spreche ich dann auch mit meinen Freunden über Discord, aber ich freue mich auch oft über einen ruhigen Abend ganz allein. An diesem Freitagabend war mir weder nach Telefonieren noch nach Spielen. Also setzte ich mich lieber vor den Fernseher und schaute auf dem Sofa ein paar Videos. Mein Handy legte ich auch irgendwann dann zur Seite. Gegen Mitternacht hörte ich dann von meinem Schreibtisch das familiäre Geräusch einer Benachrichtigung von Discord. Eigentlich wollte ich es ignorieren, aber es kamen noch mehrere Benachrichtigungen hintereinander an. Scheint wichtig zu sein, dachte ich. Es war schwierig, aus meiner warmen Decke aufzustehen, und schon leicht müde ging ich auf zu meinem Schreibtisch. 6 neue Nachrichten. 2 von meiner besten Freundin. Das war aber schon ein paar Stunden her. Aber unter ihrem Namen stand ein unbekannter Username, der mir 4 Nachrichten geschickt hatte. Der User hatte kein Profilbild und einen unlesbaren Namen aus Buchstaben und Zahlen. Ich bin direkt davon ausgegangen, dass die Nachrichten nicht echt waren. Aber den Chat wollte ich mir trotzdem ansehen. Vielleicht sind sie ja lustig. Hallo, wie geht es dir? Ich weiß, dass wir uns nicht kennen. Hast du Lust, dich zu unterhalten? Ich wäre gern mit dir befreundet. Ist das vielleicht ein Witz von einem Freund oder einer Freundin? Das wäre nicht das erste Mal, dass wir uns falsche Nachrichten schrieben. Die Person war auch gar nicht mehr online und ich fragte mich natürlich, wie sie auf mich gekommen war. Vielleicht durch irgendeinen Server, auf dem wir beide waren. Das wird schon nichts Komisches sein, dachte ich mir und antwortete ihr. Falls es nur meine Freunde waren, würde ich sie einfach zurück reinlegen. Hi, das ist sehr nett von dir. Ich kann deine Nachrichten nicht ganz zuordnen. Wie bist du auf mich gekommen? Kennen wir uns? Ich erwartete keine Antwort mehr und wollte gerade aufstehen, als ich wieder das Geräusch der Benachrichtigung hörte. Die Person war nicht online, aber dennoch sah ich eine neue Nachricht von ihr. Du wirktest wirklich sehr nett auf mich und ich will einen Freund finden. Das beantwortete meine Frage nicht wirklich, aber ich hatte keine große Lust mehr darauf einzugehen. Können wir telefonieren? Es ist wirklich wichtig. Diese Nachricht beunruhigte mich irgendwie. Ich kenne diese fremde Person doch gar nicht und weiß nicht mal, ob es eine echte Person ist. Ich dachte, es wäre eine ungeschriebene Regel, dass man so etwas fremde Leute nicht fragt. Aber es war halt eben das Internet. Mir wurde in dem Moment bewusst, wie dunkel meine kleine Wohnung aussah. Ich hatte kein Licht angemacht, um Videos zu schauen. Und draußen war es schon stundenlang dunkel. Hatte ich die Haustür abgeschlossen? Ich dachte mir schon, dass diese Gedanken der Situation geschuldet waren. Mit dem Anschalten von meiner Schreibtischlampe lösten sich die Gedanken auf. Hey, es ist schon spät und ich kenne dich ja gar nicht. Lass uns erstmal so schreiben, okay? Gute Nacht. Ich fügte noch ein Emoji an. Ohne eine neue Antwort abzuwarten, schaltete ich meinen PC aus und mein Handy auf Flugmodus. Ich will mich um diese Uhrzeit nicht mehr mit sowas befassen müssen. Obwohl ich extrem müde war, lag ich noch länger wach. Die Nachrichten gingen mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Es könnte ein Kind gewesen sein, welches einfach nur ein bisschen Spaß haben wollte. Meine Freunde hätten wahrscheinlich eher etwas Spektakuläreres gewählt. Ein Teenager vielleicht. Aber wären die Nachrichten dann nicht irgendwie krasser? Vielleicht einfach eine einsame Person. Zwischen den vielen Fragen schlief ich irgendwann unruhig ein. Ich träumte seltsam und wachte schon früh morgens auf. Ich hatte an diesem Samstag nichts vor und wollte eigentlich den ganzen Tag über zu Hause bleiben und entspannt ein paar Sachen erledigen. Ich dachte wieder an die Nachrichten von gestern und ich wurde neugierig, ob die Person mir wohl nochmal geschrieben hatte. Also öffnete ich Discord wieder und sah 3 neue Nachrichten von ihr. Bevor ich mir die Nachrichten ansah, schrieb ich meiner besten Freundin und erzählte ihr von dem merkwürdigen Chat. Sie war sicher noch nicht wach, also erwartete ich auch keine Antwort. Ja klar, tut mir leid, ich weiß, das ist seltsam. Gute Nacht, bitte melde dich. Ich will nicht mehr alleine sein. Mir tat die Person irgendwie sehr leid. Vielleicht wollte sie wirklich nur einen Freund finden. Ich beschloss, mich einfach darauf einzulassen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Hey, ich kenne dich zwar nicht, aber wir können gerne irgendwann mal telefonieren. Wie heißt du denn? Ich sah direkt, dass sie schon wieder anfing zu antworten.
Danke. Wie soll ich dich nennen? Ich wartete darauf, dass sie mir noch ihren Namen verriet, aber nichts kam. Bevor ich ihr erneut antwortete, entschloss ich mich kurz zu recherchieren. Es gab keinen Anhaltspunkt, dass die Person ein Hacker oder ähnliches war. Du kannst mich einfach Jay nennen, so nennt mich eigentlich jeder. Möchtest du mir deinen Namen verraten? Das war nun das erste Mal, dass sie lange brauchte, um zu antworten. Minuten vergingen, dann Stunden. Ich frühstückte und räumte ein wenig auf, während ich wartete. Meine beste Freundin antwortete mir in der Zwischenzeit. Ich sollte sie auf dem Laufenden halten und sie vermutete auch eine einsame Person. Kurz bevor ich anfangen wollte zu kochen, hörte ich dann das familiäre Nachrichtengeräusch. Anna. Ich habe nicht allzu viel Zeit heute. Tut mir leid. Ich hoffe, du bleibst bei mir. Was machst du denn? Und ich bin doch gar nicht bei ihr, ging mir durch den Kopf. Mich interessierte, wer hinter dem Usernamen steht, aber sie schien nicht sehr viel über sich reden zu wollen. Ich fing an zu schreiben. Hey Anna, bei mir ist alles... Bevor ich fertig war, erschien ein sehr bekannter Anruferbildschirm. Sie versuchte mich anzurufen, obwohl ich doch meinte, ich will erstmal nicht telefonieren. Sollte ich jetzt rangehen? Ich merkte, wie mein Puls sich leicht erhöhte und meine Finger anfingen zu schwitzen. Ich überlegte zu lange. Der Anruf wurde von Anna beendet. Was, wenn es diesem Mädchen nicht gut ging und sie deshalb nach jemandem suchte? Ich konnte doch niemanden einfach so alleine lassen, oder? Entschuldigung, aber ich muss dringend mit dir reden. Ihre Nachricht beruhigte mich in keinster Weise. Und dann erschien der Bildschirm erneut. Mein Herz rutschte mir in die Hose, aber ich war entschlossen, diesmal ranzugehen. Hallo? Anna? Keine Antwort. Hi, ist alles okay bei dir? Keine Antwort. Anna, hörst du mich? Ich wartete ab. Keine Antwort. Ich wartete weiter ab. Es war nicht vollständig still. Ich hörte sehr leise Geräusche. Wie gedämpft, aber ich war sicher, dass sie da waren. Vorsichtig stellte ich meine Lautstärke höher und versuchte genau hinzuhören. Am anderen Ende der Leitung atmete eine weitere Person. Leise, aber definitiv bemerkbar. War das Anna? Ich hörte noch kurz hin, falls doch etwas kam. Aber mir gab der Anruf ein ungutes Gefühl und ich bekam plötzlich Angst. In einer Kurzschlussreaktion legte ich schnell auf. Hey, möchtest du jetzt telefonieren oder nicht? Das ist ganz schön gruselig, weißt du? Ich schrieb ihr zwar direkt, aber hoffte, dass sie mir erstmal keine Antwort gab. Ich hatte genug davon. Discord war jetzt erstmal stumm geschaltet, auf meinem Handy und PC. Ich rief meine beste Freundin an und sie beruhigte mich wieder. Mach dir keine Sorgen, zur Not blockierst du sie halt. Aber da war mehr dran. Ich hatte so ein Bauchgefühl. Eins, was man kriegt, wenn es brenzlig wird oder man sich unsicher fühlt. Ich fing an, mich beobachtet zu fühlen. Meine geliebte Einsamkeit tat mir diesen Samstagabend nicht gut. Und ich machte mich kurzerhand auf, zu meiner Schwester zu gehen. Sie war die Einzige, die bei mir in der Nähe wohnte. Die kalte Herbstluft kam mir draußen entgegen. Das Gefühl, beobachtet zu werden, ließ mich nicht mehr los. Da war natürlich nichts, ich war nur etwas angeschlagen. Mein Auto stand ein paar Straßen weiter unten. Ich lief zwischen den großen Häuserblocks durch. Nur wenige Fenster waren beleuchtet und es war schon zu spät für viele Fußgänger. Ein Mann kam mir entgegen. Er schaute mich mit zusammengekniffenen Augen an. Wir waren nur wenige Meter voneinander entfernt, als er seine Hand hob. Ich zuckte kaum bemerkbar zusammen. Guten Abend. Er winkte mir freundlich zu und ging an mir vorbei. Ich konnte gar nicht einschätzen, wieso ich plötzlich so ängstlich war. Das sah mir nicht besonders ähnlich. Aber meine neue Discord-Bekanntschaft machte mir nach wie vor Sorgen. Ich wollte meinem Bauchgefühl nicht vertrauen. Logisch, es gab ja keinen Grund für meine Angst. Aber dennoch nahm ich mir vor, heute besonders vorsichtig zu sein. Auch meine Schwester versuchte mich zu beruhigen und bot mir an, bei ihr zu übernachten. Sie hat ein kleines Gästezimmer, direkt neben dem Zimmer ihrer kleinen Tochter. Sie ist mittlerweile alleinerziehend und zwischen meiner Nichte und Schwester fing ich den Abend über an, mich wieder etwas zu entspannen. Meine Schwester, ihr Name ist Alina, fragte mich schließlich, ob ich ihr die Nachrichten zeigen könnte. Ich war natürlich bereit dazu, aber ich hatte seit Stunden nicht mehr nachgesehen. Wer weiß, was uns da nun erwarten würde? 7 neue Nachrichten. Oh, die scheint es ja wirklich ernst zu meinen. Als Alina sich die Nachrichten nacheinander durchlas, schaute sie skeptischer und skeptischer. Sie merkte an, dass sie den Namen Anna letztens irgendwo in den Nachrichten gehört hatte. Aber Anna war nun mal auch ein sehr gewöhnlicher Name und wo genau, konnte sie sich jetzt auch nicht erinnern. Auch sie fand alle Nachrichten komisch, irgendwie ungewöhnlich für eine jüngere Person,
Wir spekulierten, ob es sich vielleicht um jemand Älteren handelt. Jemand, der sich versucht, jünger darzustellen. Schließlich kam Alina bei den neuesten Nachrichten an. Ich beugte mich zu ihr, um mitlesen zu können. Ich möchte gerne mit dir reden. Ich will mit dir spielen. Am liebsten jeden Tag. Tut mir leid. Ich bin hier für dich. Wirklich. Ich sorge mich um dich. Du brauchst mich, Jay. Bitte sei vorsichtig. Was passierte hier? Ich brauchte doch niemanden, den ich gar nicht kenne. Das ist alles total absurd. Ich legte mein Handy zur Seite und schaute meine Schwester verwirrt an. Was denkst du, eine einsame Person? Sie zuckte mit den Schultern und schaute nachdenklich an die Decke. Wenn das sogar meiner Schwester, die immer die mutigste von allen ist und alles rational sieht, seltsam vorkommt, dann hat mein Bauchgefühl vielleicht doch recht gehabt. Kann ich dein Handy nochmal haben? Natürlich, ich wollte es im Moment eh nicht mehr anschauen. Du hast direkt noch eine Nachricht bekommen. Meine Schwester machte eine kurze Pause und ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, schien die Nachricht gar nicht gut zu sein. Bleib am besten bei deiner Schwester. Ruft ihr mich heute an? Das war überhaupt kein Witz mehr. Ich wusste gar nicht, wie ich mich fühlen sollte. Habe ich einen Stalker? Bringe ich damit meine Familie vielleicht sogar in Gefahr? Ich schüttelte meinen Kopf und erklärte ihr, dass ich damit nichts zu tun hatte, meine Freunde auch nicht. Das Gefühl von Hilflosigkeit überkam mich. Konnte man wegen nur ein paar Nachrichten die Polizei anrufen? Meine Schwester versicherte sich kurzerhand, ob die Türen alle zugeschlossen waren und machte mit mir aus, dass wir morgen früh überlegen, was wir tun. Jetzt erstmal ab ins Bett, Witz oder nicht, Schlaf ist wichtig. Auch wenn sie es sich nicht anmerken lassen wollte, meine Schwester wirkte nervös. Als ich mich fertig für Schlafen gehen machte, sah ich, wie sie meine Nichte weckte und mit in ihr Zimmer nahm. Wir hatten auch ausgemacht, der Person nicht mehr zu antworten, aber mir gingen so viele Fragen durch den Kopf und außer ihr konnte mir das niemand beantworten. Im Bett las ich mir die Nachrichten immer wieder durch. Plötzlich fiel mir etwas Ungewöhnliches auf. Keine der Nachrichten hatte einen Zeitstempel. Dadurch, dass ich fast immer direkt eine Antwort bekommen hatte, war mir das wohl nicht aufgefallen. Das kann man doch nicht einfach ausstellen, oder? Ich konnte irgendwann nicht mehr anders. Meine Neugierde war einfach zu groß und ich schrieb ihr erneut. Hey Anna, wenn es dein richtiger Name ist. Wer bist du und vor allem, was willst du von mir? Sofort sah ich die Punkte, dass sie schrieb. Ich musste einige Zeit warten, bis sie mir wirklich antwortete. Ich bin Anna, ich fühle mich sehr einsam. Ich bin hier, um dir zu helfen. Der Mann da draußen ist nicht nett. Mein Herz fing wieder an, sich schwer zu fühlen, und mit jedem Schlag wurde es schneller. Er beobachtet dich schon sehr lange. Für mich war das zu viel. Auch wenn die Nachrichten nicht echt waren, fühlte ich in diesem Moment nichts anderes mehr als Angst. Woher wusste sie, wo ich bin? Das ist bei mir am meisten hängen geblieben. Woher wusstest du, wo ich bin und welcher Mann? Erklär mir bitte, was du da erzählst. Ich war zu unruhig, um zu schlafen, also stand ich auf und öffnete das Fenster. Die frische Luft tat mir gut. Vom Fenster aus sah ich, wie mein Bildschirm leuchtete. Ein Anruf von Anna. Auch wenn ich mich wie gelähmt fühlte, musste ich die Antworten kennen. Also ging ich vorsichtig ran. Diesmal hörte ich es lauter. Ein Atmen. Anna, sprich mit mir bitte. Wer bist du? Keine Antwort. Ich musste langsam die Tränen zurückhalten. Ich fragte immer wieder, bis ich nicht mehr konnte. Nach mehreren Minuten unerträglicher Stille hörte ich auf einmal ein anderes Geräusch. Es klang wie eine alte Bandaufnahme oder etwas Ähnliches, die zurückgespult wurde. Ich hörte weiter zu. Ein Klicken und das Geräusch hörte auf und plötzlich hörte ich eine Stimme. Aber es war keine fremde Stimme, es war meine eigene. Sie wiederholte die Worte, die ich eben zu ihr sagte. Ich fühlte mich komplett versteinert. Meine Arme und Beine waren angespannt, mein Mund so trocken wie noch nie zuvor. Ein weiteres Klicken und es hörte auf. Die Stille, die nur von dem Atmen einer Person unterbrochen wurde, war wieder zu hören. Das reicht, dachte ich mir. Und ich wollte gerade auflegen, als eine leise Mädchenstimme ertönte. Hilfe! Ich ließ mein Handy fallen. Es fiel auf den Boden. Das laute Geräusch erinnerte mich daran, dass ich meine Schwester auf keinen Fall wecken wollte. Schließlich hatten wir ausgemacht, dass ich genau sowas nicht mache. Ich hatte plötzlich so viele neue Informationen, aber auch hunderte neuer Fragen. Ich lief in dem kleinen Gästezimmer auf und ab. Meine Beine zitterten, mein Atmen war beschleunigt und mein Herz fühlte sich schwer an. Ich musste hier raus,
Das Zimmer fühlte sich immer enger an und die Luft kam mir stickiger und stickiger vor. Was, wenn meine Familie wegen mir gerade in Gefahr schwebt, kam mir als Gedanke. Das half meinem mentalen Befinden ganz und gar nicht. Meine Kehle schnürte sich weiter zu, ich kann das einfach nicht zulassen. Ich werde das nicht zulassen. In dem Moment erschien mir die einzige Option zu sein, dass ich gehen musste. Wenn ich nicht hier bin, kann ihnen auch nichts passieren. Vielleicht wollte ich in dem Moment aber auch einfach nur raus. Ich sammelte meine Sachen zusammen und schlich leise durch die Wohnung. Es war totenstill. Vorsichtig öffnete ich die Haustür, um nach draußen zu gelangen. Die nächtliche Stille lag wie ein Schatten über den Wohnhäusern. Den Gedanken, dass mich jemand beobachten könnte, ließ ich in dem Moment nicht zu. Einfach schnell nach Hause, ein Fuß vor den anderen. Ich rannte schon fast durch die leeren Straßen, als ich plötzlich etwas aus dem Augenwinkel sah. Meine Füße waren schneller als mein Kopf und ich lief an dem Schatten vorbei. Als ich realisierte, dass dort etwas war, drehte ich mich reflexartig um. Erst erkannte ich nur einen Schatten am Straßenrand. Die Konturen einer Person wurden deutlich. Eine großgebaute Person, deren Gesicht nicht zu erkennen war, stand dort. Sie wirkte wie ein bedrohlicher Schatten, der nur auf mich gewartet hatte. Eigentlich wollte ich mich wieder umdrehen und losrennen, aber ich stand wie angewurzelt auf der Straße. Ein paar Sekunden lang schaute ich die Person einfach an, als ob mein Kopf versuchte, die Situation einzuordnen. Ruckartig bewegte sich der Arm des Schattens auf mich zu. Ich machte ein paar Schritte rückwärts, bis ich es endlich schaffte, mich umzudrehen und loszurennen. Noch ein paar Mal konnte ich mich umdrehen und sah, wie die Person, ich war mir nun sicher, es müsste ein Mann sein, mir immer noch folgte. Er bewegte sich langsam, konnte aber dennoch mit mir Schritt halten. Langsam fühlte ich mich erschöpft. Bis zu meiner Wohnung waren es nur noch ein paar Straßen, aber meine Beine fingen an, schwach zu werden. Du musst durchhalten, sagte ich mir immer und immer wieder. Als ich mich kurz vor meiner Wohnung noch einmal umdrehte, sah ich nichts mehr. Keine Person, kein Schatten, kein Mann hinter mir. Ich war so verwirrt, dass ich langsamer wurde. In Panik schaute ich mich überall um. Niemand da. Wo war er hin? Ich hörte nur meinen eigenen Atem, der schwerfällig nach Luft drang. Alles war menschenleer. Vorsichtig rannte ich weiter zu meiner Wohnung. Mit zitternden Händen nahm ich meinen Schlüssel aus meiner Hosentasche und versuchte, die Tür aufzuschließen. Doch bevor ich es schaffte, spürte ich hinter mir einen Luftzug und sah aus meinem Augenwinkel ein Fußpaar direkt hinter mir stehen. Der Mann versuchte, mich zu packen. Ich konnte mich allerdings wehren und trat und schlug um mich rum. Er hatte mich fest im Griff, aber ich wehrte mich weiter. Ich wollte nicht von meiner Wohnung weg und stemmte mich mit aller Kraft in Richtung Haustür. Langsam ging mir aber die Kraft aus. Ich musste irgendetwas tun. So fest ich konnte, trat ich ihm auf den Fuß. Sein Griff lockerte sich und ich konnte mich von ihm wegdrücken. Dabei drehte sich mein Körper und plötzlich erkannte ich sein Gesicht. Ein älterer Mann, glatt rasiert und mit hellen Augen. Es war, als ob jemand meinen Körper übernommen hatte. Blitzartig hob ich meinen Schlüssel auf, der mir runtergefallen war, öffnete die Tür und rutschte durch einen kleinen Spalt hindurch in den Flur. Ich drückte die Tür schnell zu und rannte nach oben zu meiner Wohnung. Ich spürte erst jetzt, wie erschöpft ich war und sank zu Boden. So muss mich meine Nachbarin am Morgen gefunden haben, mit meinem Schlüssel in der Hand und meinem Rucksack noch auf dem Rücken. Wir riefen zusammen die Polizei und einen Krankenwagen. Mit meiner Hilfe wurde der Mann nach kurzer Zeit tatsächlich gefunden. Er wirkte auf die Polizei wie ein typischer Kleinkrimineller, der mich ausrauben wollte. Mir gingen allerdings die Nachrichten nicht aus dem Kopf. War es wirklich Zufall, dass mich jemand vorher warnt, ich solle auf mich aufpassen? Die Polizisten lachten mich nur aus. Sie sagten, dass das alles nichts miteinander zu tun hatte. Nach ein paar Wochen jedoch klingelte es an meiner Tür. Ich war seitdem viel schreckhafter und hatte eine Freisprechanlage installieren lassen. Ein Polizist und eine Polizistin standen vor meiner Tür und baten mich um Eintritt. Als sie dort auf meinem Sofa saßen, hatte ich das Gefühl, etwas Schlimmes war passiert. Was sollte man auch sonst denken? Die Polizistin fing an, mir zu erklären, weshalb sie hier waren. Der Mann hatte nicht spontan entschieden, mich anzugreifen. Er hatte mich über Wochen beobachtet, meine Schritte notiert und Bilder gemacht. Und dann beschrieb der Polizist mir, wie er in seiner Wohnung ein Mädchen gefangen hielt. Er musste sie vor längerem entführt haben und anschließend getötet haben. Wir möchten uns gerne die Nachrichten anschauen, von denen sie gesprochen haben. Ich nickte nur und suchte fassungslos nach den Nachrichten. Doch als ich Discord und den Chat öffnete, waren dort keine Nachrichten mehr. Nicht mal die Anrufe waren in meinem Verlauf. Gar nichts. Die Polizisten glaubten mir natürlich kein Wort und machten sich kurzerhand wieder auf den Weg.
Bevor sie ging, hatte ich aber noch eine Frage. Können Sie mir sagen, wie das Mädchen hieß? Sie schauten sich beide an und schließlich sagte die Polizistin, »Sie sind ja bestimmt besorgt, es könnte jemand sein, den Sie kennen.« Sie machte eine kurze Pause, schaute nochmal zu ihrem Kollegen und sagte dann schließlich, »Es war ein 9-jähriges Mädchen. Ihr Name war Anna.« Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem.